Willkommen zu einer weiteren Videolösung in der Physik 2. Heute besprechen wir die Aufgabe 3 in der Übungsserie 5. Mit dabei ist wieder Thomas Bähler. Hallo. Mein Name ist Thomas Michelmeier. Und Thomas, so klingt die Aufgabe. Eine 4 cm dicke Dämmplatte. Eine 4 cm dicke Dämmplatte besteht aus 4,9 cm breiten Bahnen aus Polyurethanschaum und 0,1 cm breiten Stegen aus Holz für die Festigkeit. Wie groß ist der K-Wert dieser Dämmplatte? Der K-Wert ist definiert im Skript ab Seite 20. Jetzt haben die Polyurethanschaum hat noch eine Wärmeleitfähigkeit angegeben, 0,029 Watt pro Meter Kelvin, während das Holz eine Wärmeleitfähigkeit von 0,14 Watt pro Meter Kelvin zeigt. Gut, also wir haben einen folgenden Aufbau. Wir haben eine Polyurethanplatte mit so Stegen aus Holz für die Festigkeit. Ein Millimeter dick. Ein Furnier, ein Holzfurnier. Ein Holzfurnier, nur damit die Platte nicht bricht, wenn man sie, ja, wenn man sie verarbeitet. Und der Wärmetransport erfolgt folgendermaßen. Wir haben hier außen, auf der einen Seite der Platte, haben wir eine Außentemperatur TA und auf der Innenseite die Innentemperatur TI. Das heißt, der Wärmetransport wird natürlich hier quer zur Platte sein, ein Q-Punkt. Was sehr seltsam aussieht, wenn man, ja, ab und zu Häuser studiert oder Wände, dann sieht es immer so aus. Du hast eine Wand mit einer Isolationsplatte, einem Putz und so, und dann hat man hier mehrere Schichten aufeinander und die Wärmeleitung geht durch alle Schichten durch, während bei dir gehen sie entlang der Schichten. Ja, da hast du schon recht, aber wenn man diese Platte hier, die musst du dir vorstellen als Bestandteil von einer solchen Wand. Zum Beispiel hier hast du, glaube ich, eine Isolation gezeichnet. Mhm. Genau, und diese Isolation hier, die wird jetzt ersetzt eben durch eine solche Platte. Dass jetzt die noch hier halt so Stege hat, die dann entlang der Wärmerichtung zeigt, das ist halt einfach durch die Konstruktion gegeben. Okay, das ist praktisch. Halt. Das ist praktisch. Dann nehme ich. Deswegen machen wir das so. Und wir können das vielleicht hier mal nochmal anschauen, was passiert. Wir haben hier folgenden Aufbau. Wie du gesagt hast, wir haben hier Holzlamellen und Polyurethanschaum. Und jetzt, wenn wir einen Temperaturunterschied haben von innen zur Außenseite, dann werden wir hier einen Wärmetransport haben in dem Holz und parallel dazu einen Wärmetransport durch das Polyurethan. Das heißt, wir können den Wärmetransport schreiben, also das Q-Punkt von Holz, das ist proportional zur Fläche des Holzes geteilt durch die Dicke des Holzes, das ist die Dimension L, mal der Wärmeleitfähigkeit von Holz, mal den Temperaturunterschied. Und gleich können wir natürlich verfahren mit der Wärmeleitung durch die Polyurethanschicht. Ganz analog. Die Fläche des Polyurethans geteilt durch die Dicke, Wärmeleitfähigkeit, Polyurethan mal Temperaturunterschied. Und diese Platte hier, die möchten wir jetzt ersetzen mit einer Blackbox, irgendeine Platte, die wir nicht kennen, die halt die gleiche Wärmeleitung hat wie die ganze Konstruktion hier drüben. Das heißt, wir können auch für diese Ersatzplatte können wir das Q-Punkt aufschreiben. Das sage ich jetzt Q-Punkt total. Das ist die Fläche von der Platte geteilt durch die Länge. Die Länge soll gleich sein, oder die Breite, die Dicke dieser Platte soll identisch sein, mal dem Lambda-Total. Und es soll der gleiche Temperaturunterschied bestehen. Das heißt, wir haben hier eine
ein Wärmetransport. Dieser Wärmetransport, der sei Q-Punkt. Und der Wärmetransport ist natürlich nichts anderes als die Summe von diesen beiden Wärmetransportkanälen in dieser Polyurethan-Konstruktion. Also das Q-Total ist gleich das Q-Punkt-Holz plus das Q-Punkt-Polyurethan. Ja. Das leuchtet ein. Jetzt kann man die einfach anteilsmäßig zusammenzählen und fertig. Ja, jetzt schreiben wir das natürlich nochmal auf. Wir haben hier das Q-Total. Das haben wir gesagt, ist die Fläche total. Und die Fläche total ist natürlich die Fläche des Holz, also AH plus A pur, geteilt durch die Länge L, also die Breite der Platte, mal das Lambda total, mal das Delta T. Genau. Und das ist gleich dieser Summe hier. Ich schreibe das jetzt auch nochmal einzeln. Das ist gleich das, die Fläche des Holz geteilt durch die Breite des Holz mal Lambda Holz mal Delta T plus Wärmetransport durch das Polyurethan. Das ist Fläche von Polyurethan geteilt durch die Breite mal die Wärmeleitfähigkeit von Polyurethan mal Delta T. Ja. Jetzt die Flächen hier, die setzen sich zusammen aus der Breite von diesen Schichten hier und irgendeiner fiktiven Breite in die Länge, also in die dritte Dimension von dieser Platte. Also schreiben wir das mal auf, das kann ich hier drüben gleich einsetzen. Das ist das von der Gesamtbreite, das ist das A-Holz plus das A-Polyurethan. Mal B, mal diese fiktive Länge hier nach hinten, geteilt durch L, mal Lambda total. Das Delta T haben wir das noch nicht rausgekürzt. Das Delta T haben wir vergessen rauszukürzen, das kürzt sich hier oben schon weg. So. Machen wir das noch nachträglich, dann müssen wir das nicht mitziehen. Gut, und dann auf der Seite haben wir das A Holz mal das Lambda Holz, das B Holz, das B, das kürzt sich, das ziehe ich raus aus der Klammer, also aus der Klammer, mal A pur, mal Lambda pur, mal B, ist die Fläche, geteilt durch das L. Und das können wir weiter ausrechnen. Ich nehme jetzt dieses L hier unter das Lambda. Wir werden sehen, das ist Lambda total geteilt durch L. Das ist ja nichts anderes als der K-Wert von dieser Platte. Also gekürzt durch die Dimension der Breite der Platte, ist sozusagen ein Bestandteil von dieser Platte. Wenn man das im Laden kauft, dann kauft man einfach eine Platte mit einem bestimmten K-Wert. Und das ist gleich das Breite der Holzstege mal die Leitfähigkeit der Holzstege plus die Breite der Polyurethanbahnen mal die Leitfähigkeit der Polyurethanbahn geteilt durch die gesamte Fläche und die Gesamtbreite von beiden Bahnen zusammen, also A Holz plus A Polyurethan mal L. Ja, das können wir noch kurz ausrechnen. Das sind 1 mm hier, die Breite der Holzbahnen, also 0,001 Meter mal diese 0,14 Watt pro Meter pro Kelvin plus die Breite der Polyurethanbahn, das ist 0,04 Meter mal 0,029 Watt pro Meter und Kelvin geteilt durch die
0,01 Meter plus 0,049 Meter. Geteilt durch 5 cm. Genau, geteilt durch die Dicke, die ist 4 cm. Ah, wie ist die Dicke? 4 cm. Mal 0,04 Meter. Und das gibt, wenn man das ausrechnet, 0,781 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin. Und weißt du jetzt, wie viel der Anteil der Wärme ist, die durch den Holzsteg durchgeht? Das weiß ich nicht, nein, wieso? Ja, ich habe das berechnet. Ah, du hast Rote Mo? Ja. Das ist vielleicht ein paar Prozent, höchstens. 9%. 9%. Oder waren es 8? Und ich habe auch eine Frage, warum steht denn hier jetzt plötzlich Watt pro Quadratmeter? Oh, Kelvin. Anstelle von? Anstelle von Watt pro Meter, oh, Kelvin. Ah, weil die Dicke ist da jetzt gegeben von dieser, das ist die Wärmeleitung durch diese Isolationsplatte und die ist genau 4 cm dick. Diese Dimension ist schon enthalten. Diese Dimension ist schon enthalten, genau. Deswegen haben wir da Quadratmeter. Man kauft sozusagen Wärmeisolation oder Wärmeleitfähigkeit pro Quadratmeter. Das ist natürlich je größer der Raum ist oder das Haus, das man isolieren muss, desto mehr Wärme geht verloren. Das kann man hier direkt ablesen pro Quadratmeter. Gut, das wär's dann. Sind wir schon fertig. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.